Idee zum Song Inner Run hatte Mary Schumacher vor 4 Jahren in Australien. Dort hat die Sängerin einige Monate gelebt und gearbeitet. Die Worte zum Song kamen später, als Mary durch ein persönliches Erlebnis aufgerüttelt wurde. Das hat dann was im Äußeren ausgelöst. Und es war dann auch schwierig, sich davon zu lösen, vor allen Dingen, wenn man auch eine Person also sehr gerne mag, aber es dann notwendig ist, weil es ungesund ist und man sollte die Aufmerksamkeit auf sich selber richten, weil eigentlich alles im Inneren liegt und man nicht vor sich selber so weglaufen kann. Filmemacher und Fotograf Chris Iyer Walker hat das Thema des Songs visuell umgesetzt. An den beiden Drehtagen waren die Rollen klar verteilt. Ich bin schon mal anwesend im Video und gebe mein Bestes beim Laufen sozusagen und muss ein bisschen leiden mit der Kälte. Chris ist eigentlich ja zuständig für also Video, wie das rüberkommt, gibt mir auch Anweisungen, auch mit dem Licht, wie das dann wirkt im Bild. Für Chris Iyer Walker war es das erste Mal, dass er ein Musikvideo produziert hat. Die Grundzüge des Clips hat er gemeinsam mit der Sängerin im Storyboard festgelegt. Wir hatten halt ein Konzept, wo sie vor sich selbst wegläuft und immer unterwegs ist und dann bis zum Ende hin sich dann selbst findet oder mit sich selbst im Klaren ist. Und die Idee war, dass sie halt in einem dunklen Raum anfängt und es dann immer heller wird zum Ende hin. Und das war das Grundkonzept. Also von da aus haben wir dann das ganze Projekt aufgebaut. Der erste Teil des Clips wurde in einem verlassenen Haus in Elsenborn gedreht. Passend zur dunklen Startstimmung des Liedes. Letting you go, please go. It slows me down. Der zweite Dreh fand in einem Wald bei Rott statt. Weil das Wetter nicht mitgespielt hat, musste kurzfristig umdisponiert werden. In den Wald, wo dann später die Sonne rauskommen würde, aber das hat im Januar auch nicht so ganz geklappt. Und dann haben wir diese dunkle Stimmung einfach beibehalten, aber haben weiter, also wie das Lied sich so entwickelt, haben wir dann zum Ende hin das Bild etwas aufgehellt und mehr Farbe reingebracht. Aber ohne Sonne. Die Nachbearbeitung am PC gehört zum täglichen Brot des Filmemachers. Der Musikdreh war jedoch ganz anders, als Chris Iyer Walker es von seiner Arbeit in Afrika kennt. Normalerweise, wenn ich Landschaften oder mit Tieren arbeite mit der Kamera, da kann man ja nicht planen oder organisieren, wo die Tiere dran sind und so. Hier kann man natürlich viel mehr produzieren und das fand ich dann sehr interessant, also mal was, eine andere Technik vom Filmemachen auszutesten. Mary Schumacher spielt Gitarre und hat in ihrem Musikkeller Instrumente aus aller Welt zusammengetragen. Aus Australien hat sie ein Didgeridoo mitgebracht. Das ist das traditionelle Musikinstrument der Aborigines. Sie bemalen das dann auch, weil sie dadurch eine Verbindung haben zu ihrem Gott sozusagen. Die Rainbow Serpent dieser Gott. Ist auch ganz durch diese Vibrationen tut das auch einen sehr gut oder man kommt in so einen meditativen Zustand rein, durch diese Vibrationen. Wer die Sängerin erlebt, merkt schnell, dass es ihr nicht auf die Noten ankommt. Musik ist ihr Hobby und doch möchte sie nicht ausschließen, dass einmal mehr daraus wird. Die Idee und eine kleine Melodie für den nächsten Song hat Mary Schumacher schon.